Folgst du eigentlich Ineptias-YT auf Insta? Nee. Ja, dann mal los. Ineptias? Ja. Unterstrich-YT. Wieso Unterstrich-YT? Wegen YouTube. Aha, ja. Aber ist er nicht TikToker? Ja, könnte man vielleicht sagen. Aber als er den Account erstellt hatte, noch nicht. Noch nicht? Nee, noch nicht. Aha. Lala. Schala. Kader. Kader? Nee, Kader. So wie Lada, nur mit K? Ja, so wie Lada, nur mit K. Okay. Ja, also folgt dir mal. Wem? Ineptias auf Instagram. Wie heißt er denn da? Rate mal. Ineptias? Ja. Aber auf Instagram mit Unterstrich-YT. Ach so. Nee, den gibt's nicht. Doch. Du musst ihm mal folgen. Ich kann dem aber nicht folgen, wenn es den nicht gibt. Aber den gibt's. Ich folge dem doch auch. Also, Ineptias-YT. Ja, genau. Also, wenn ich hier Ineptias eingebe, dann kommt nur Ineptias und ein paar Fanpages. Ja? Ja. Welches Profilbild hat er denn? Ein Bild, auf dem der so macht. Aha. Ja, das ist das Profilbild von Ineptias. Genau, von dem. Ja, also ohne Unterstrich-YT. Nee, auf Insta nicht. Aber es gibt keinen mit Unterstrich-YT. T. Gibt's nicht. Bist du sicher, dass er nicht einfach nur Ineptias heißt? Ja, auf Insta definitiv. Hm, aber der Account hat 4000 Follower und auch ein paar hundert Beiträge. Sieht echt aus. Okay, wenn du das sagst, dann hat er wohl seinen Namen geändert. Das kann sein. Aber warum hat er ihn vorher nicht? Vielleicht war er schon vergeben und dann kam dieser Thomas auf Insta an. Das kann natürlich sein. Ja, liegt doch auf der Hand. Das ist richtig. Ich will am liebsten im Ad-Boden versinken.